habe euch die letzten Tage einfach mal mit der Kamera mitgenommen und daraus einen XXL-Vlog gemacht. Und im Vlog ist super viel passiert, denn wir sind auf der Insel Madeira ins neue Haus eingezogen. Dann haben wir noch den 1-Million-Abonnenten-Song gemacht. Wir haben meinen neuen PC für 5000 Euro abgeholt. Und auch den YouTuber Kenny geprankt und noch viel mehr. Deswegen schaut das Video unbedingt bis zur allerletzten Sekunde. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Vlogs sehen wollt. Lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Freunde, wir befinden uns mitten im Umzug. Und Leute, morgen ist es endlich soweit. Morgen geht es ins Haus. Morgen früh kommt dann auch ein Transporter, der hier alle Sachen abholt. Das Ding ist, wir leben gerade noch in unserer alten Wohnung. Die kennt ihr auch alle. Leute, das war der Ausblick hier. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Aber naja, Leute, es wird Zeit für ein neues Kapitel, für eine neue Aussicht. Und Leute, ich kann es ohne Witz gar nicht mehr abwarten. Ich bin so gespannt auf die Zeit im Haus. Es wird zu crazy. Ihr seht auch hier in meinem Zimmer, alle Sachen wurden schon gepackt. Hey, danke an Emily an der Stelle, weil eigentlich hat die fast alles gemacht. Und Leute, so sieht einfach momentan mein Setup aus. Ja. Ich habe nicht mal einen Computer hier. Denn Leute, in dieser Wohnung haben wir einfach kein WLAN mehr. Also hier kann ich ja keine Videos aufnehmen oder auch nicht streamen. Und vielleicht wissen manche schon, ich nehme gerade meine Videos bei Candy auf. Dort streame ich auch. Und bei ihm im Haus habe ich sogar die 1 Million Abonnenten geknackt. Hier ein kleiner Ausschnitt. Also ja, Leute, das war echt cool. Nochmal danke, danke, danke für die 1 Million. Aber Freunde, jetzt geht's auf jeden Fall los, denn wir müssen erstmal meinen neuen 5000 Euro Gaming-PC abholen. Dann geht es weiter zu Candy. Dort muss ich noch ein Video hochladen. Emily wird dann im Haus bleiben und Livestream mit Flauschi. Und Candy und ich fahren dann Candys neues Auto abholen. Also ja, heute geht richtig viel ab, also seid gespannt. Und Leute, das sind hier alles Klamotten, die wir aussortiert haben und nicht mehr brauchen. Deswegen gehen wir die erstmal spenden. Also Freunde, ab ins Auto. Und jetzt geht's los. Leute, streamt alle Bananis Lieder. Toll. Okay, Leute, die Klamotten haben wir jetzt gespendet, aber den PC können wir leider erst heute Abend abholen. Also geht's jetzt los zu Candy. Okay, Leute, wir sind da. Und das Ding ist, Leute, Candy ist so ein Ehrenmann. Er vertraut mir einfach so sehr, dass er mir... Hallo, kannst du mal rausreden? Er vertraut mir so sehr, dass er mir sogar seinen Hausschlüssel anvertraut. Naja, also eigentlich können wir hier jetzt ein paar Sachen klauen, oder? Also, Leute, wir schleichen uns einfach mal nach oben und mal gucken, vielleicht können wir hier irgendwas klauen. Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Aha, aha. Die letzte Cola-Dose, die gehört mir. Aber wartet mal, Leute. Das Ding ist, hier ist Candys Zimmer und Candy ist gerade nicht zu Hause. Und er hat sogar seinen PC angelassen. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich setze mich mal hier hin. Aha, so fühlt es sich also an als Candy. Mhm, mhm. Okay, Leute, ich glaube, ich habe was richtig, richtig Cooles vor. Wir gehen jetzt... Hä? Hä, Candy, sei Falami, was? Nein, Spaß, Leute, wir gehen hier oben auf Erstellen, dann Beitrag erstellen. Und jetzt posten wir hier einfach mal einen Beitrag auf Candys Kanal. Leute, ich schreibe einfach mal, ich bin ein Stinker und Lami ist der Beste. Sui! Und das Ganze posten wir ganz genau jetzt. Tja, Candy, lass niemals dein PC an, wenn du ein Lami im Haus hast. Aber naja, Leute, Candy hat mir gerade sogar geschrieben, dass er gleich zu Hause ist. Also, Leute, wir warten einfach mal, bis er zu Hause ist. Und Emily bereitet hier gerade ihr Thumbnail vor für ihren Stream. Und Leute, ihr hört, Candy ist jetzt auch zu Hause. Mal gucken. Candy? Ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich ihn jetzt nicht liege, Leute. Da ist einfach Lami. Ey, was hast du denn für Schuhe? Ja, das sind Motorradschuhe. Ist sweet. Ich weiß nicht warum, ne? Ich hab eine Überraschung für dich. Okay, okay, ich folge dir einfach, ja? Nach oben. Hä? Und zwar weiß ich ja, dass du Abenteuer liebst, deswegen schenke ich dir eine Fahrt auf ein Motorrad. Hä? Wie Motorrad? Hey, ich kann nicht mal Roller fahren. Hä? Oh mein Gott, dein Ernst? Na klar, bist du schon mal gefahren? Nee, noch nie, Mann. Ja, dann wird's jetzt das erste Mal. Ja, okay. Okay, let's go. Hey, Lami, bist du ready? Ich bin ready. Hä, wie cool siehst du denn aus? Okay, Leute, let's go, Sui. Ob ich sowas gefahren bin? Nee, noch nie. Ey, Leute, was geht denn jetzt ab hier? Hey, Sui, Leute. Okay, Candy, wo hast du mich hier hingebracht? Warte, ich park kurz, okay? Du parkst kurz?
Ja, okay. Hä? Wo will er denn parken? Ey! Hä? Und was mache ich jetzt hier? Hä? Naja, trotzdem eine schöne Aussicht. Aber Candy, wo bist du? Hä? Wo bin ich hier, Mann? Ey, Leute, Candy hat mich jetzt einfach hier alleine gelassen, oder was? Oh, nee, warte mal. Da vorne ist er. Ey, Candy! Ey, was machst du? Hä? Und was mache ich jetzt hier? Naja, Leute, dann chill ich halt hier einfach alleine. Aber guckt euch das mal an, diese Aussicht hier. Die ist schon crazy, oder? Und da haben wir ja den Rabauken. Aha. Okay, Leute, jetzt geht's aber weiter. Denn wir holen jetzt Candys neues Auto ab. Aber ohne Witz, Candy, ich hab so Angst mit dem Ding, Mann. Ey, das ist easy. Ja, ja, für dich vielleicht. Aber Leute, bevor wir jetzt zum Auto fahren, müssen wir die kleine Emily besuchen. Denn die liebe Emily ist gerade live und Chat. Sag mal hallo, hallo. Grüße auf jeden Fall an den ganzen Chat hier. Hey, was geht ab, Leute? Okay, Leute, jetzt geht's aber wirklich los zum Auto. Okay, Leute, ich hoffe, man versteht mich. Auf jeden Fall sind wir endlich am Hafen angekommen. Da vorne ist auch das Schiff, wo Candys Auto drauf war. Aber jetzt ist Candys Auto schon auf der Insel angekommen. Und das holen wir jetzt ab. Okay, Leute, wir haben das Auto jetzt abgeholt. Es ist zu krass, wie Candy darauf reagiert hat. Das seht ihr auf jeden Fall in seinem Video. Also checkt das auf jeden Fall ab. Jetzt werde ich auf jeden Fall dieses Monster hier fahren. Okay, Leute, es geht los. Let's go! Oh mein Gott! Ja! Oha, hört man das? Okay, Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben noch eine Kleinigkeit gegessen. Und Leute, ich konnte heute immer noch nicht meinen Computer abholen. Das heißt, das muss ich auch morgen machen, obwohl wir morgen noch den ganzen Umzug haben. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung, ob wir das zeitlich überhaupt schaffen. Aber naja, ich will einfach mal sagen, bis morgen. Leute, ich bin gerade erst aufgewacht, aber wir wurden einfach schon geweckt von dem Transporter-Service. Wir haben auch eigentlich gar keine Zeit, deswegen beeilen wir uns jetzt. Okay, Leute, wir haben jetzt die ganzen Sachen in den Transporter getan und Leute, das war alles so viel, aber wir haben es endlich geschafft. Jetzt müssen wir auf jeden Fall zu Candy fahren und dort müssen wir auch noch ein paar Sachen abholen. Dann müssen wir zu einem Paketshop fahren und dann geht es erst ins Haus. Also Leute, heute wird es richtig, richtig stressig, aber wenn das alles erst vorbei ist, dann, ja, Daumen nach oben. Okay, Leute, wir sind jetzt bei Candy und ich wollte euch einmal das Setup zeigen, was ich die ganze Zeit benutzt habe hier bei Candy. Und zwar sah das Ganze so aus, ja, nichts Spektakuläres. Aber Leute, was richtig Spektakuläres, Candys Socken, oha. Oha, ja, zeig mal die Socke hier. Oh, das kennt doch keiner, oha. Das ist Mr. Krabs. Fresh, fresh. Hey Leute, für euch war das auf jeden Fall jetzt nur eine Sekunde, aber bei uns sind jetzt einfach schon 5 Stunden vergangen. Und oh mein Gott, Leute, was soll ich sagen? Wir sind jetzt endlich im Haus angekommen. Und Leute, so sieht es gerade hier aus. Also ja, ziemliches Chaos, was soll ich sagen, aber wir sind auf jeden Fall angekommen. Das ist das Wichtigste. Emily, ist das hier deine Socke? Nee. Ja, nee. Oder ist es doch meine? Leute, es tut mir auch leid, dass ich nicht so viel gefilmt habe, aber ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, soll ich eigentlich auch so alles filmen? Also keine Ahnung, also manchmal vergesse ich das zu filmen, aber ich weiß halt nie, wann ich immer die Kamera rausnehmen soll und filmen soll, weil ich bin es halt gar nicht gewohnt zu vloggen. Also schreibt mal rein, soll ich immer filmen oder soll ich nur was filmen, wenn etwas passiert oder so? Ihr seht auch schon in dem Vlog dann so ein paar kleine Eindrücke vom Haus. Aber Leute, die ganze Haustour kommt erst bei meinem 1 Million Abonnenten-Special. Und ich habe halt... Wow, Moment mal, ist da ein Spiegel? Yo, Moment mal, ich will mich doch nicht leaken. Aber Leute, wann das 1 Million Abonnenten-Special kommt, weiß ich auch noch nicht. Weil, naja, das ganze Haus ist noch nicht fertig und hier gibt es noch sehr viel Arbeit. Also, so sieht gerade das Wohnzimmer aus und hier schlafen wir. Also, hier ist überhaupt noch nichts fertig. Ich kann euch aber sagen, das hier wird auf jeden Fall mein Zimmer und guckt euch mal den Ausblick an. Und nochmal dickes Dankeschön an King Candy, dass er mir einfach diesen Stuhl hier gegeben hat. Und nicht nur das, sondern er hat mir auch einfach noch seine Kommode geschenkt. Ich muss auch sagen, die Zeit in dem Haus von Candy war echt cool. Wir haben auch noch Flauschi kennengelernt. Was soll ich sagen, Leute, die zwei sind echt mega nett. Wir hatten auch eine echt coole Zeit. Aber ihr müsst wissen, Candy und ich haben ungefähr hier gewohnt. Und jetzt wohne ich hier. Also nochmal Kuss an Candy und Flauschi.
Die Zeit war echt cool. Aber wie gesagt, Freunde, es beginnt ein neues Kapitel. Und Leute, in diesem Haus werde ich einfach so viele Videos machen. Für die Zukunft bei mir ist auch unnormal viel geplant. Also da kommt echt richtig viel auf euch zu. Also damit ihr kurz Bescheid wisst, es kommt in Zukunft mein eigener Schulplaner, mein eigenes Comicbuch, die Lami-Plüschis, neuer Merch-Shop und dann noch ein Banani-Album. Also Leute, bleibt gespannt. Außerdem, Leute, Emily kocht gerade. So sieht das Ganze aus. Spaghetti oder was? Und auch hier, Leute, in der Küche kommen dann auch bald Kochvideos. Ey, Leute, es wird zu crazy. Was auch noch ansteht, Freunde, wenn wir einmal rausgehen und einmal hier lang gehen, Leute, guckt euch mal den Ausblick an. Uff. Dann sehen wir einfach hier meine Fitness-Ecke. Das wird hier noch alles richtig krass gemacht. Und ja, Leute, ich habe einfach nur Hunger, was soll ich sagen? Und Leute, das Essen ist fertig, Sui. Und Leute, apropos der Staubsauger, den hat uns Candy auch noch geschenkt. Also Candy, nochmal Kuss. Okay, Leute, guten Morgen. Es ist der nächste Tag. Gestern habe ich nach dem Essen nichts mehr gefilmt. Wir haben nur noch ein paar Sachen aufgebaut. Aber Leute, heute steht auf jeden Fall super viel an. Wir müssen auf jeden Fall erstmal diesen Müll hier rausbringen. Und dann fahren wir gleich auf jeden Fall in die Stadt etwas shoppen. Denn Leute, wir brauchen auf jeden Fall neue Monitore, einen neuen Fernseher, einen Werkzeugkasten, Essen, Trinken, also alles. Außerdem werden wir noch Candy besuchen. Und heute werde ich endlich meinen 5000 Euro Gaming-PC abholen. Leute, ich blende hier nochmal ein Bild ein. Das sieht einfach zu crazy aus. Bei Candy muss ich gleich auf jeden Fall noch meinen 1-Million-Abonnenten-Song zu Ende aufnehmen. Den haben wir auf jeden Fall mit Banani schon angefangen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Aber Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt ab ins Auto. Und Emily, hast du schon Lust zu shoppen? Oh, und wie? Okay, let's go. Hey Leute, ich ziehe gerade meine Schuhe an. Und dann sehe ich einfach das. Ey, ist das Kacke? Naja, ich hoffe mal nicht. Aber wir sind jetzt ready. Okay Leute, ich hoffe, ich spiegel mich jetzt nicht. Aber wir fahren natürlich mit dem Cabrio. Und jetzt zeige ich euch einen kleinen Einblick ins neue 1-Million-Abonnenten-Song-Special, hä? Okay, Leute, ich zeige jetzt nicht zu viel, aber das wird der 1-Million-Abonnenten-Song. Let's go! Hey Leute, wir sind bei Candy, aber er weiß nicht, dass wir hier sind. Also Leute, hier ist sein Zimmer, wir klopfen mal. Candy? Hallo? Okay Leute, jetzt ist es soweit. Ich nehme jetzt mein Part für den 1-Million-Abonnenten-Song auf. Also ja Leute, das wird der erste Song sein, wo auch ich drauf bin. Oh Mann, das kann echt was werden, aber naja. Okay Leute, der 1-Million-Song ist jetzt fertig aufgenommen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall den PC abholen und ein bisschen shoppen. Aber Leute, zuerst mussten wir etwas essen. Und Leute, da ist der Dönerladen, geht da nicht essen, das schmeckt nicht. Ah ja, deswegen gehen wir irgendwo anders essen. Emily hat sich dann für Bubble Tea und Sushi entschieden. Und ich habe mir dann etwas bei KFC geholt. Und Leute, danach hatte ich auf jeden Fall Bauchschmerzen. Das war nicht so cool. Okay, Leute, wir haben jetzt zu Ende eingekauft. Der Wagen ist auch voll. Und jetzt ist auch wirklich der Moment angekommen, wo ich wirklich meinen PC abhole. Leute, glaubt mir, das war so ein Hin und Her. Aber ja, ich freue mich. Aber Leute, ich muss auch auf Emily warten. Emily, wo bleibst du? Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir haben den PC endlich abgeholt. Leute, das Ding ist so krass geworden. Glaubt mir, die Videos, die ich damit machen werde, puh, die werden schon crazy. Leute, jetzt geht's auf jeden Fall endlich wieder nach Hause. Denn Leute, zu Hause haben wir auf jeden Fall noch genug Arbeit vor uns. Und, oh mein Gott, Emmy, dein Ernst? Hä? Dein Ernst? Was denn? Warum furzt du einfach? Oha, ich hab nicht gefurzt, das warst du. Ich riech es doch. Ey, das ist dein Pups, warte. Nein. Der riecht wie deiner. Nein, so stinken nur deine Furze. Nee, tschüssi. Leute, ich bin zu Hause und schaut mal, was wir da haben. Der PC ist endlich da, Sui. Aber erstmal müssen wir den Tisch aufbauen. Und dann geht es los, Leute. Also ja, ran an die Arbeit. Guten Morgen, Leute. Ein neuer Tag beginnt und oh mein Gott, meine Laune ist so im Keller. Das alles hat einen Grund, Leute. Und zwar geht es um diesen Tisch. Leute, ich setze mich jetzt einfach mal hin und erzähle euch die ganze Story über diesen Tisch. Also Leute, ihr müsst wissen, ich wollte unbedingt einen elektronischen Tisch, also der sich so nach oben und unten fahren kann, weil dann kann ich nämlich immer im Stehen Videos aufnehmen oder streamen. Denn Leute, wenn man 10 Stunden jeden Tag lang auf dem Stuhl sitzt,
dann bekommt man irgendwann Rückenschmerzen. Deswegen war es super wichtig für mich, dass ich so einen Tisch hole. Und ja, Leute, ihr wisst, ich wohne auf einer Insel und niemand verkauft solche Tische hier auf der Insel. Deswegen musste ich mir diesen Tisch aus dem Festland Portugal bestellen. Und Leute, dieser Tisch hat 500 Euro gekostet. Und als ich mir den vor ein paar Wochen bestellt habe, wollte ich mal in den E-Mails schauen, wann er ankommt. Und auf einmal, Leute, sehe ich, dass dieser Tisch nicht nur 500 Euro gekostet hat, sondern der Versand für den Tisch von Portugal nach Madeira hat einfach 1000 Euro gekostet. Also das ist ja schon eine absolute Frechheit. Ich meine 1000 Euro. 1000 Euro für den Versand. Das ist doppelt so viel, wie der Tisch eigentlich kostet. Und Leute, wenn ich schon 1000 Euro für den Versand ausgebe, dann erwarte ich auch, dass mir Ronaldo diesen Tisch höchstpersönlich vorbeibringt. Auf jeden Fall habe ich gesagt, nee, diesen Tisch nehme ich auf jeden Fall nicht an. Ihr müsst ihn nicht zu uns versenden. Den könnt ihr auf jeden Fall behalten. Und die Verkäufer meinten dann auch zu mir, ja okay, Lami, wir verschicken nicht den Tisch. Alles gut, du bekommst dein Geld zurück und nichts passiert. Und Leute, was passiert? Die verschicken mir trotzdem einfach diesen Tisch. Naja, was soll ich sagen, Freunde? Ich dachte mir dann einfach, komm Lami, nimmst du einfach diesen Tisch? Denn so einen Tisch auf die Insel zu bekommen, ist sehr schwer. Denn das Ganze muss ja erstmal mit einem Schiff rübergeschifft werden auf die Insel. Und Leute, das dauert Wochen und ich kann keine Wochen mehr warten. Irgendwie muss ich ja meine Videos aufnehmen. Der PC wartet ja auch schon. Deswegen dachte ich mir einfach, okay, Lami, 1500 Euro für einen Tisch ist schon sehr bodenlos. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Zeit. Die Community wartet. Ich muss Videos machen. Ihr wollt Videos sehen. Deswegen behalte ich einfach diesen Tisch. Und ja, dann wollte ich diesen Tisch auch gestern aufbauen. Das habe ich dann 3 Stunden lang gemacht. Und für was, Leute? Einfach nur, damit ich nach 3 Stunden aufbauen, wo der Tisch fast fertig ist, herausfinde, dass das Ding hier gar nicht zu dieser Platte gehört. Also Leute, was heißt das? Die haben mir einfach das falsche Gestell geschickt. Was soll ich damit denn anfangen? Und ja Leute, was darf ich jetzt machen? Ich darf den Tisch jetzt wieder abbauen und zurück verschicken. Also ja, manchmal läuft alles nach Plan, aber dann läuft auch einfach mal alles komplett schief. Leute, was soll ich sagen? Ich habe auf das alles hier gar keine Lust mehr. Ich will einfach nur, dass alles hier fertig ist und dass ich einfach nur für euch Videos mit diesem Monster-PC hier machen kann. Aber naja, das kann auf jeden Fall auch etwas dauern, Leute. Also ja, Leute, ihr wisst jetzt auf jeden Fall Bescheid, wie die aktuelle Lage bei uns ist. Und Emily, willst du auch noch was sagen? Ja, ich hab Hunger. Ja, ich auch. Also Leute, es tut mir nochmal unnormal leid, dass in letzter Zeit unregelmäßig Videos kamen. Vor allem jetzt, wo wir die 1 Million Abos geknackt haben. Also Leute, wir beeilen uns auf jeden Fall, versprochen. Aber ihr wisst Bescheid, die Situation bei uns ist jetzt nicht so einfach. Wir versuchen hier auf jeden Fall so schnell wie möglich wenigstens ein Setup aufzubauen, damit wir hier ein paar Videos machen können. Also nochmal sorry, dass gerade keine Videos kommen. Und nochmal danke für die 1 Mio. Jetzt bald kommt auf jeden Fall der 1 Million Abonnenten-Song. Und Leute, der wird, oh mein Gott, zu fresh. 1 Million, oh. Oh, oh, und ich hatte Zweifel, doch es hat sich gelohnt. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diesen Vlog. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos auch nicht mehr verpasst. Schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen Vlogs sehen wollt. Es werden jetzt sowieso viel mehr Real-Life-Videos kommen, Leute, versprochen. Aber ja, ich muss mich erstmal um dieses Problem kümmern. Also Leute, bitte abonniert den Kanal, sonst kommen keine Videos mehr und ich bekomme keinen Tisch. Bitte, 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 danke.